Ein Haus ist ein Raum, in dem sich viele unterschiedliche Arten von Dynamik abspielen können. Jene, die uns helfen, glückliche und bedeutende Bindungen aufzubauen, haben einen Raum voller Respekt, Gegenseitigkeit und emotionaler Intelligenz. Interessant und wahr ist der Gedanke, den Virginia Woolf in einem ihrer persönlichen Tagebücher widerspiegelt: Ein Haus ist wie eine Festung. Sobald alle Fenster und Türen verschlossen sind, weiß niemand, was im Inneren passiert. Dieses Bild schafft zweifellos eine Mischung aus Ruhe und Unruhe. Zwar kennen wir alle jemanden, bei dem gewisse Dynamiken Unglück für die Mitglieder der Familie bedeuten. Doch bei sich selbst zu Hause geht es darum, gesunde und intuitive Energie zu verbreiten, damit Liebe der wahrhafte Hauptdarsteller sein kann. In einem Heim kann es verschiedene Arten von Bindungen geben: eine Paarbeziehung, die Beziehung zu Töchtern und Söhnen, die Geschwisterbeziehung und manchmal auch eine Beziehung zu den älteren Generationen der Familie, wie es bei den Großeltern der Fall ist. Es ist nicht einfach, all diese Dynamiken, Interessen und persönlichen Bedürfnisse zu harmonisieren. Denn es gibt immer unterschiedliche Machtverhältnisse. Diese Macht beruht jedoch darauf, Prioritäten wie Schutz, Erziehung und familiäre Einheit zu fördern. Lesetipp: Respektvolle Kinder entstehen aus respektvoller Erziehung. Das Zusammenleben soll ein Zuhause fördern, in dem Wohlbefinden und Glücklichkeit vorherrschen. Ansonsten können die Familienmitglieder kein persönliches Wachstum erfahren. Hier werden alle Meinungen akzeptiert. In einer Familie ist es immer kompliziert, alle Meinungen, Gedanken und Entscheidungen jedes Einzelnen zu akzeptieren. Sobald jemand seine Werte anderen aufzwingen möchte und alle Aspekte, die nicht damit zu vereinbaren sind, verbietet, kommt es zu Problemen. Ein Zuhause voller Respekt und Gegenseitigkeit bedeutet, dass für alle Meinungen Platz ist und dass jeder frei ist, sich auszudrücken. Es ist nicht notwendig, dass immer alle einer Meinung sind. Es ist ausreichend, wenn man sich gegenseitig zuhört, Respekt und insbesondere Vertrauen zeigt. In diesem Haus sind alle wichtig und wir kümmern uns um alle. In einer Familie sollte es keine Unterschiede geben. Jeder ist gleich viel wert, egal wie die einzelnen Familienmitglieder sind oder denken. Auch in der Erziehung der Kinder sollte es keine Unterschiede geben. Man sollte versuchen, geschlechterspezifische Stereotype zu vermeiden. Kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down bindestrich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down 300 250 336 280 DIVGPTAD 1503391790647-0 Setargeting, Red, False Setargeting, Section 4 Setargeting, URL. In diesem Haus gibt es Umarmungen, Verzeihung und zweite Chancen. Setargeting, Topic, Default Setargeting, Marfil Type, Get MRFP Set Clip Sympathy Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 1503391790647-0. Wenn mehrere Geschwister vorhanden sind, begeht man manchmal den Fehler, Altersunterschiede falsch zu berücksichtigen.
Man fordert von älteren Geschwistern mehr Verantwortung und lässt kleinere Geschwister mehr Freiraum. Nur weil sie jünger sind. Dies ist nicht zu empfehlen. In der Erziehung sollte man insbesondere persönlichen Bedürfnissen jedes Kindes nachgehen. Jedoch alle gleich erziehen. Lesetipp: Die älteren Geschwister, Freunde und Zweiteltern in einer Familie ist es immer kompliziert. Alle Meinungen, Gedanken und Entscheidungen jedes Einzelnen zu akzeptieren. Es ist nicht notwendig, dass immer alle einer Meinung sind. Es ist ausreichend, wenn man sich gegenseitig zuhört, Respekt und insbesondere Vertrauen zeigt. In einer Familie sollte es keine Unterschiede geben. Jeder ist gleich viel wert. Egal wie die einzelnen Familienmitglieder sind oder denken. Auch in der Erziehung der Kinder sollte es keine Unterschiede geben. Man sollte versuchen, geschlechterspezifische Stereotype zu vermeiden. Lesetipp: Die älteren Geschwister, Freunde und Zweiteltern in einem glücklichen Zuhause gibt es nicht nur Meinungsfreiheit und Respekt zwischen allen Familienmitgliedern. Es ist auch wichtig, freie Gefühle ausdrücken und sich entlasten zu können. Jeder sollte problemlos sagen können, was ihn bei den anderen stört, falls dies der Fall ist. Lesetipp: Umarmungen und Küsse sind die beste Medizin für deine Kinder. Allmählich wird das Handy oder der Computer zum besten Freund. Denn damit kann die Kommunikation mit anderen Personen außerhalb des Familienkreises ersetzt werden. Plötzlich haben wir es mit einem Feind und nicht mehr mit einem Freund zu tun. Wir sprechen zwar immer wieder von der Wichtigkeit von Umarmungen und zärtlichen Gesten. Doch wir wissen auch, dass diese für viele unserer Kinder nicht angenehm sind. Das beste Haus ist nicht jenes, in dem es viel Luxus, große Zimmer und schöne Gärten gibt. Das schönste Zuhause ist dort, wo Glücklichkeit und Respekt zwischen allen Familienmitgliedern herrscht. Unwichtig ist, ob es sich um ein Baumhaus, um einen Wohnwagen oder eine kleine Wohnung mit nur wenig Quadratmetern handelt.